Also, herzlich willkommen zum Lotto Berlin Draft. Heute mit Malte Delo und mit meiner Wenigkeit. Malte darf jetzt auch mitmachen, er ist frisch 21 geworden. Deswegen freuen wir uns hier, das Spektakel mit euch zu erleben. Also, gleich mal ziehen. Was würdest du, Luis Olinde, gern klauen? Da habe ich eine Antwort. Seine PlayStation 5. Oh, okay. Die würde ich direkt nehmen. Ich habe gehört, der hat auch eine ganz schöne Uhr. Die würde ich vielleicht von ihm, nehmen. Ja, okay. Aber so gehen die Interessen auseinander einfach. Ich würde die PlayStation nehmen, mir die Uhr. Okay, alles klar. Welchen Song würdest du singen mit? Tim Schneider. Ja, mit ihm würde ich irgendwas Deutschrap. Deutschrap, safe. Ja, ich glaube, Statements würde ich mit ihm. Ja, Statements. Letztes Jahr vor den Spielen haben wir das oft gehört. Casanova singen, haben wir sehr häufig zusammengesungen. Ja. In der Kabine oder, ja. Oder mal in der Freizeit. Ja. Nee, also von daher. Ja. Das würde ich auch gerne wieder mit ihm singen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Lief auch lange nicht mehr in der Kabine. Ja, jetzt seitdem Odo da das Zepter in die Hand genommen hat. Läuft nur noch nass. Ja. Welcher Videogame-Held wäre? Ben Lemmers. Videogame. Ben spielt viele Videospiele. Ja, ganz viele. Ja. Es ist tatsächlich schwierig. Ich weiß nicht, von der EuroLeague hatten die einmal hatten die Luke als Mr. Silent. Ja. So, das hat überhaupt nicht gepasst. Das würde, glaube ich, besser zu Ben passen. Aber ich weiß nicht, ob das ein legiter Superheld ist. Ja, habe ich auch noch nicht von gehört, muss ich sagen. Ja, ich bin bei so Videospielhelden, bin ich auch. Ich kenne mich nicht so aus. Ich spiele zwar, aber nicht so Story-Sachen. Hast du da irgendwie mal was in deiner Jugend? Nicht wirklich. Also. Dann müssen wir wahrscheinlich Ben fragen. Der ist wahrscheinlich ein besserer Ansprechpartner dafür. Auf jeden Fall. Gut, aber gehen wir einfach mit irgendwas. Keine Ahnung. Batman. Batman. Ja, stimmt, aber Ben ist, glaube ich, auch so technisch mäßig ganz gut drauf. Ja. Da könnte er sich vielleicht was zusammenschrauben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Ben könnte auch wirklich insgeheim so ein Doppelleben mit wie Batman führen. Würden wir nicht mitbekommen. Also es kann gut sein, dass Ben wirklich ein Superheld ist. Mit welchem Gesprächsthema nervt man? Johannes Thiemann. Oh. Womit nervt man dich so richtig, Johannes? Das verrate ich jetzt nicht. Also sonst nervt er mich ja die ganze Zeit. Also was mich auf jeden Fall immer nervt, wenn wir im Bus sind, also im Teambus, und Malte und Louis, die zwei, die sitzen auch immer sehr nah beieinander, aber die kriegen es einfach nicht hin, leise zu reden. Die schreien sich dann immer an. Und dann geht es um Formel 1 und um hier und da und hier. Und dann schreien die sich im Bus immer an, so, man sitzt so da hinten, will vielleicht mal ein bisschen so Serie gucken, ein bisschen runterfahren. Und dann hörst du halt, wie die sich da auf 30 Zentimeter anschreien für 6 Stunden im Bus. Also das ist schon, das ist kein Gesprächsthema, aber da glaube ich, das halte ich für ein Gerücht, muss ich sagen. Ja, also es ist natürlich. Wir können ja mal Modo fragen, wie er das sieht. Ja, genau, aber das ist ja genau das Ding. Solange wir beide das machen, beschwert ihr euch. Und dann zum Beispiel letztes Mal im Bus, als dann das mit dem Musikraten losging, war Modo der Lauteste. Und da warst du auch ganz, ganz groß mit dabei. Ja, das stimmt, aber das ist dann so, weißt du, so 20 Minuten, weißt du. Bei euch ist es wirklich so konstant, weißt du, so konstant. Ihr macht das mit. Das auch jeden Trip. Nee, aber Gesprächsthema. Das heißt, die Lautstärke ist das Thema. Nee, Lautstärke ist auch okay, aber halt diese Konstanz einfach. Einfach mal die Schnauze anschreiben. Genau. Dann werde ich am nächsten Mal einfach ruhig sein. Nee, nein. Weiter, noch weiter. Nee, aber sag mal, was denkst du, womit könnte man mich nerven als Gesprächsthema? Könnte man nicht nerven. Ab wann man ein richtiger Mann ist. Damit kann man nicht, glaube ich, sehr gut nerven. Wir hatten die Diskussion im Team letztens, ab wann man ein richtiger Mann ist. Und da hatten wir verschiedene Auffassungen einfach. Und da war einfach Johannes andere Auffassung als wir. Und da war er ein bisschen genervt von uns. Ja, gut, also. Ja, okay. Kannst du nicht sagen? Alles klar. Dann haben wir es ja gefunden. Welcher Rapper wäre? Markus Eriksson. Markus ist schon eher ein ruhiger. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht so einer, der irgendwie. Auf dem Feld, Markus ist schon manchmal auch noch reden. Nee. Also wenn er in seinen Modus kommt, dann ist er auch schon ein bisschen. Dann hört man sehr viel Schwedisch. Ich glaube, es sind nur gute Worte. Aber deswegen, keine Ahnung, was könnte der für ein Rapper sein?
weiß nicht. Kennst du irgendeinen schwedischen Rapper? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, bin ich raus. Ist raus. Ich glaube, es ist halt so ein Rapper, der nicht viel so Streit anfängt, aber wenn, dann richtig. Boah, okay, jetzt hätte ich Crow gesagt, weil der... Crow? Oder schon Crow? So gute Laune Musik, so, aber... Ja. Es gibt ja wenig Rapper, die wenig streiten und dann, wenn, dann richtig. Also, genau. Auch. Gehen wir einfach mit sowas wie Crow oder... Ja, Crow. Ja, schon mal gute Laune auch. Ja. Stimmt. Ja. Würdest du den Kleiderschrank tauschen mit... Dirk Nowitzki. Das ist, glaube ich, genau der gleiche Kleiderschrank, oder? Wie kannst du das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich hab Dirk noch nicht so oft... Dirk ist ja auch eher so Casual unterwegs. Ja. Und du ja auch, also... Würde schon ganz gut passen. Würde, ja, also von der Größe her natürlich schwierig dann. Der ist schon ein bisschen größer als ich. Ja. Ja, klar, okay. Aber vom Stil her, also... Stil her sehe ich's. Ja, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Auch natürlich nur wegen der Größe. Okay, ja, nee. Bei mir ist da jetzt nicht so viel in meinem Kleiderschrank, deswegen könnte man auch noch machen, glaube ich. Meinst du, Dirk kommt mit drei T-Shirts nicht zurecht, oder wie? Und wenn du tauschst. Ach so, ja, für ihn habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, er hat über mich nachgedacht. Ja, für ihn wäre, glaube ich, nicht so gut, das zu tauschen, okay. Aber ja, also rein theoretisch hätte ich damit kein Problem. Wann warst du das letzte Mal sauer auf? Franz Wagner. Das musst du, glaube ich, ein bisschen besser. Das musst du beantworten. Warum? Ja, ich will dich beantworten. Ja, aber für dich. Aber ja, du hast ja wahrscheinlich da mehr Storys zu erzählen. Sauer. Ja, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich mit Franz so die Möglichkeit gehabt hätte, sauer auf ihn zu sein. Ich weiß, dass ich bei der U18 EM war ich im Smurf mit ihm. Und da hatten wir manchmal ein paar. Jetzt natürlich nichts Ernstes, aber wer so abends nochmal aufsteht, irgendwas holt oder so. Ja, aber sonst. Ja, das letzte Mal, wenn ich auf Frank Sauer war Franz. Frank gesagt. Frankie. Franz war wahrscheinlich so, als wir noch zusammengespielt haben und ich ihm wahrscheinlich irgendeine Rookie-Aufgabe aufgedrückt hat und Franz wahrscheinlich ganz frech Nein gesagt hat. So. Irgendwie sowas. So war er, oder was? Nee, er war so genauso wie du. Wie ich? Ja, ich sage nie Nein, ich mache immer. Ja, ihr habt alle Rookies haben hier in Berlin so eine kleine Attitude. Aber es ist ja gut, ist ja gut. Man merkt es auch auf dem Feld, so, weißt du, deswegen spielt jeder mit Confidence. Aber meinen Rucksack muss ich trotzdem immer alleine tragen. Ja. Wenn Spaß. Das jetzt der Maßstab ist. War Spaß. Nee, aber so richtig sauer erinnere ich mich jetzt nicht. Halt höchstens so ein paar Reibereien, auch auf dem Spielfeld natürlich manchmal. Ja, klar. Aber das ist ja jetzt nicht so richtig sauer, sondern da ist man einfach emotional und... Ja. Top. Welches Tier wäre? Chris Kumaji. Na, da haben wir wirklich eine Steilvorlage jetzt hier mit der Größe. Ja. Keine Ahnung, ich will nicht. Was wäre ja? Also, was wäre für ein Tier? Ist schwierig zu sagen. Ja, eigentlich schon ein großes auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Er ist ja auch richtig kräftig und so und schreit ja auch oft rum. Ja, genau, so ein Elefant. Klar, hätte ich jetzt auch dran gedacht. Nee, ich hätte jetzt vielleicht an Gorilla gedacht. So. Gorilla auch stark. So, ja. Also, sehe ich so ein bisschen. Stimmt. Ansonsten, klar, Elefant, groß, Giraffe, was keine Ahnung. Ja, aber so, das ist ein langer Hals eher, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Und so ein Elefant ist auch schon ganz schön laut. Ja, stimmt. Was ist der Signature-Move von? Luke Sigma. Puh, also mittlerweile, gefühlt hat er ja jetzt auch so seinen Flamingo-Shot irgendwie. Stimmt. Den macht er jetzt ja sehr häufig. Aber ansonsten, Luke hat, ich glaube, er hat nicht so einen richtigen Signature-Move. Luke hat einfach so... Hat er in jedem Bereich hat er irgendwie so Moves. Also er ist halt unglaublich guter Passer. Also ich glaube, so der passt durch die Beine. Ja, ich glaube, den hätte ich jetzt gesagt. Dieses Handoff-Faken und dann durch die Beine. Genau, das ist natürlich Signature-Move. Oder auch im Post ist ja klar jetzt dieser Turnaround-Jumper, den macht er immer häufiger. Oder auch dieser Turnaround zu Christ aus dem Post. Ja. Also ich merke schon, viele Sachen. So eine breite Facette in seinem Spiel, deswegen ist jetzt kein... Ein Signature-Move, aber wenn wir uns festlegen müssten, dann wahrscheinlich der Between-the-Legs-Pass, also durch die Beine vom Gegenspieler. Genau. Okay. Auf was reagiert Oscar da Silva? Allergisch. Was reagiert allergisch?
Oskar ist sehr, sehr beherrscht, was er, also so in seiner Art. Also er ist so, ja. auch wenn er so Fehler macht oder irgendwie, es gerade nicht gut läuft, ist er immer sehr, sehr unter Kontrolle, sage ich mal. Deswegen weiß ich gar nicht, auf was er so richtig allergisch reagieren würde. Ich habe Oskar auch noch nie so richtig wütend erlebt, muss ich sagen. Ist er schon auf jeden Fall im Zen. Er ist mit sich selbst im Reinen. Er ist mit sich selbst im Reinen. Welche Frage wird immer wieder gestellt von? Jalen Smith. Oh, was fragt er immer? Ich habe keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Jalen fragt nicht so viel. Er weiß eigentlich alles. Ich überlege gerade auf dem Feld. Ja. Ist eigentlich, er hat eigentlich immer. Ja, er spielt ja auch häufig Point Guard, also ist eher so eher der, der so die Plays auch ansagt. Also der Fragen gestellt bekommt. Ja. Was stellt er für Fragen? Ja, ist sehr, sehr höflich. Also immer, wenn man so irgendwie von einem Day Off kommt oder sowas, fragt er immer so, hey, wie war dein freier Tag? Was hast du gemacht und so? Also ist schon da sehr sozial, was das angeht. Aber jetzt so eine. So was, ja. Das fragt er immer wieder. Also eigentlich, ich glaube, er ist eine recht smarte Person. Also wenn er einmal Sachen gefragt hat, dann kommt dann nicht nochmal was. Also auch auf dem Feld ist immer. Auch am Anfang der Saison eigentlich schon, er hat zwar ein bisschen gebraucht, um so reinzukommen, aber er hat die ganzen Sachen recht gut verstanden direkt und hat dann nicht irgendwie nochmal extra Einweisungen gebraucht oder so. Also, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt der Lotto Berlin Draft mit uns beiden hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder in der Halle. Macht's gut. Ciao, ciao.